Yo Leute, was geht ab? Der Pullerstand, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von True of Holds. Mit mir dabei ist der Gaming Future und ja, noch eine weitere Person, deren Name ich mir jetzt nicht merken konnte, da die Fahrt schon begonnen hat. Die ist unwichtig. Einfach Pascal. Dieses Mal handelt es sich um Gaming-Erlebnisse. Ja, alles gleich nachher, da kommst du noch. Dieses Mal handelt es sich um Gaming Future. Nein. Du bist unwichtig. Alles klar. Wollen wir mit der ersten Geschichte anfangen? Na klar, ich fange direkt gleich an. Also ich weiß noch, ey, damals, als ich das erste Mal Super Mario Kart gespielt habe, ne, ohne Scheiß, das war so geil. Man weiß doch, man hat sich so gefreut, oh, endlich kann man dieses Spiel spielen, ne. Ich bin irgendwie voll gegen den Rand der Map gefahren, ich weiß nicht mehr, wie das so war, ich bin einfach gefahren. Sorry. Ja, eiskalt. Irgendwas hat mich getroffen. Und ich bin voll gegen den Rand geknallt, ja? Ohne Scheiß. Und ich bin so in die Luft geflogen, das glaubt ihr mir nicht, ne? Ich weiß auch nicht genau, wieso ich so hoch geflogen bin. Aber als ich dann auf jeden Fall auf dem Boden wieder ankam, war ich direkt vor dem Ziel, ey. Alles klar. Ja, ich meine, ist ja kein Bug oder so, ne? Alter, das war ja, ey, mega geil. Okay, dann machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Geschichte. Die darf jetzt mal der Pascal machen. Boah, Leute, ja, wartet mal. Leute. Komm, Mami, rein. Leute, mein Internet. Nein, mein Internet. Hier, Alter. Komm, Mami rein. Nein. Wenn ich jetzt nicht schnell bin, dann kommt die gleich wirklich rein. Ey, jetzt komm, lass mich kurz anfangen, ja? Ja, okay. Mach endlich. Meine Mutter. Okay, warte. Meine Kinder. Was ist hier los? Jetzt fang an. Okay, ihr lacht. Okay, warte. Okay, ich hab mich. Okay, ich bin tot. Mann, okay. Jetzt fang doch endlich an. Ja, okay, also meine Gaming. Ich war im Bed Wars zocken in Minecraft natürlich. Auf welchem Server? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich bin dann runtergefallen. Bin ich dann runtergefallen und wurde dann irgendwie zurückgebackt und dabei habe ich 6 Gegner mit nur 4 Herzen mit in den Tod gerissen. Also, boah, das war schon mega krass. Ich habe mich übel gefeiert. Krass, ne? So alles klar, Bann, würde ich sagen, ne? Ja, ich auch, ne? Also, nee, hallo, nicht hier, nicht. Aber meine Geschichte war eh die geilste, also ich kann dir sagen, die toppt eh auch alle von euch. Das ist noch gar nicht lange her, das war, als ich Survival Games gespielt habe. Und da waren irgendwie auf einmal 2 motherfucking Hacker, Alter, mitten in der Runde, bei, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, da waren noch ein paar Fights. Ja, auf jeden Fall. Ich war so richtig low equipped und dann mitten im Fight habe ich einfach beide gedownt. Das war einfach ein Team aus 2 Hacker. Ich fahre nicht mehr weiter. Das passiert aber auch nur bei ihm, ne? Ich wette, Polen hat. Nee, meine ganze. Ah, jetzt kommt's wieder. Aber gleich werde ich mich eh wieder stellen. Irgendwer hat meine Schiene abgebaut. Ich wette, das war Polen. Ja, genau. Immer die Polen, ne? Du Rassist, ey. Ja.
ist einfach ja, so, und dann bin ich mitten in der Runde, ich war so richtig low, aber dann habe ich irgendwie beide gerissen, mitten im Spiel. Ich frag mich echt, wie ich das gemacht habe. Okay. Ich war auf einmal richtig gut, ne? Da haben wir einfach ein Team aus zwei Hackern einfach gerissen mitten in der Runde. Läuft, also ja, ich würde sagen, oh. PvP Pro hier. Ja, locker. Also mit dem würde ich mich nicht anlegen im PvP. PvP von Mexiko, Junge. Noch nicht mal mit Hex würde ich mich mit ihm anlegen. Also Leute, ihr verliert, ne? Also. Alles klar. So, jetzt seid ihr wieder dran. Ihr müsst jetzt entscheiden, welche Geschichte ist die wahre, welche haben wir uns einfach ausgedacht, gerade eben am PC. Nun viel Spaß, meine Gaming Army. Nicht haut rein. Vergessen, zwei sind erfunden, eine ist wahr. Welche war? Alles klar. Also, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ja eure Entscheidung. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao. Tschüss.